Ja, hallo, hier ist Sam Schemeier, Paartherapeut und Beziehungscoach. Hier ist mal ein Videoblog rund um die Themen Dating, Beziehung und Liebe. Weiß noch mal hin, Selbstliebe-Challenge geht bald wieder los. Gibt mal einen neuen Kurs, Spiritualität und ein nice, geiles Leben. Und einen privaten YouTube-Kanal jetzt von mir, wer sich da noch für noch mehr interessiert oder auch mal experimentellere Videos. Hemschemeier privat heißt der, und ich weise mal darauf hin, wenn du mich unterstützen willst und du sagst, hab so profitiert von den Videos, denk mal über die Kanalmitgliedschaft nach, hat mir YouTube jetzt ermöglicht, überraschenderweise, kann man für 4,99 oder 7,99 mich unterstützen. Gut, heute haben wir mal wieder klassisches Thema. Ich wollte ja auch vielleicht mal so ein Video machen, die Grundregeln vom Liebeship, weil bestimmte Sachen ja immer wieder auftauchen. Also ein Punkt ist da auf jeden Fall kein Kontakt und keine Information, wenn man sich in toxischen Beziehungen befindet. Also wenn man da rausgeht und toxischen Liebeskummer hat. Wenn ihr so einen ganz netten Partner hattet, könnt ihr natürlich machen, was ihr wollt, könnt ihr sowieso. Aber hier sieht man wieder, ja, wie wichtig das ist. Lieber Christian, vielen Dank für deine Videos, die mir sehr geholfen haben, den narzisstischen Kreislauf zu durchbrechen. Ich befinde mich derzeit in der No-Contact-Phase. Die Trennung ist jetzt ein paar Jahre her. Diese war extrem bei mir. Future-Faking war bei mir die In-Aussichtstellung eines gemeinsamen Kindes. Ja, ist auch sehr beliebt. Er hat sich dann meiner mit einer SMS entledigt, als ich ihn die Pistole sprichwörtlich auf die Brust gesetzt habe. Ja, aber Future Faking ist eigentlich mal ganz leicht rauszukriegen, indem man es einfach ernst nimmt, was gesagt wird. Erst hinterher habe ich erfahren, dass er anderen erzählte, dass er kein weiteres Kind mehr wollte und ich damit auch einverstanden sei. Ja. Ach ja, die Welt ist so nett. Ne? Generell war das, was er mir vorspielt, etwas anderes, als er bei Freunden und Familie vorgab. Ich hatte oft ein komisches Gefühl, wenn ich etwas von unseren Plänen erzählte und dann in fragende Gesichter schaute. Konnte es aber erst nicht einordnen. Erst nach der Trennung habe ich die ganzen Manipulationstechniken durchschaut. Er hat mich dann bei Bekannten als Stalkerin und gestört dargestellt. Ja, das ist ja immer so klasse. Also wirklich Vorsicht bei Leuten, die immer mit dem Finger auf einem oder auf andere zeigen und sagen, ja, das ist der Narzisst oder der Stalker oder also gerade Leute, die das extrem machen. Ist häufig Projektion. Das volle Programm also. Ich bin dann in den absoluten Kontaktabbruch gegangen, was wirklich aufgrund der Entzugserscheinung furchtbar war. Ich habe mir nur Zeit für mich genommen, keine Dates, wieder mit dem Sport begonnen und habe dann beschlossen, alleine ein Kind zu bekommen mit Hilfe einer Samenspende, da ich in dieser Situation auch nicht bereit für eine neue Partnerschaft war, aber meine biologische Uhr getickt hat. Ja, okay. Der Preis, keine Mutter mehr werden zu können, war mir zu hoch. Ich habe an meiner Selbstliebe gearbeitet, jetzt 2 Jahre später meine kleine Tochter bekommen, viele neue Freunde gefunden und es geht mir sehr gut. Natürlich wäre es mit Partner etwas leichter, aber da vertraue ich in das Leben, dass ich jemanden kennenlerne, der mir und meiner Tochter gut tun wird. Allerdings, und jetzt zu meiner Frage, ich habe das Problem, dass mein toxischer Ex immer wieder den Kontakt zu mir sucht. Er stand vor der Tür, als ich hochschwanger war. Er hat ja über bestimmte Wege erfahren, über Medien, dass ich schwanger bin. Ich bin aktive und erfolgreiche Sportlerin bei uns. Ich denke, er tauchte wieder auf, um abzuchecken, ob er noch bei mir landen könnte. Ja, also wenn du jetzt sprichst von Selbstliebe und absoluter Nullkontakt, da kann ich nur sagen, das ist es jetzt nicht mehr. Du hältst dich nicht an deine eigenen Regeln. Da muss ich jetzt wirklich mal streng sein, ne? Weil, also es gibt keine Pille. Also man muss, also wenn mir Leute schreiben, dass sie sagen, irgendwie, was weiß ich, mein Vorgehen hätte irgendwie nicht funktioniert, dann liegt es in aller Regel daran, dass es nicht umgesetzt wird, ne? Also und gibt ja auch ein Video dazu, 2% Kontakt ist nicht 0% und hier sind wir bei 2% Kontakt, ne? Und wenn du das zulässt,
Jetzt sagst du vielleicht, ja, was soll ich denn machen, wenn er vor der Tür steht? Ja, dann rufst du die Polizei oder machst ein Kontaktverbot, ein zivilrechtliches. Es gibt immer Möglichkeiten, das ist alles. Du kannst die Gründe nur bei dir suchen. Er ist, wie er ist. Ne? Und wenn jemand, das ist übrigens ein super Beispiel für Projektionen, also das ist, was er macht, ist ja Stalking, ne? Auch wenn du das jetzt gerade nicht so siehst. Und Stalking darf man nicht verwechseln mit, dass einen jemand so liebt. Das heißt einfach nur, dass jemand verzweifelt eine neue Tankstelle sucht. Mehr heißt das nicht, ne? Als er merkt, dass ich abblocke, du blockst nicht ab, sonst hättest du sofort die Polizei gerufen oder zumindest beim zweiten Mal, hat er versucht, mich eifersüchtig zu machen und teilte mit, dass er nun ja auch in einer glücklichen Beziehung mit einer ebenso taffen Frau wie mir sei. Ja, sagst du, herzlichen Glückwunsch, lass dich in die wieder blicken, oh, ich hole die Polizei. Fertig, mehr ist es nicht. Und alles andere musst du bei dir gucken, was in dir daran festhält, dass du das nicht machst. Und da kannst du jetzt noch so viel schreiben. Ich weiß, es ist ein schwieriger Prozess und du hast ganz viel erreicht. Also, aber du hast da immer noch ja, Teile, wo du eben nicht vollständig in der Selbstliebe bist. Ne? Und wo das alte, das Liebessuchtprogramm noch einen kleinen Macht über dich hat. So, ne? Und die nutzt er halt aus. Ne? Ja, es ist dein Lehrer mal wieder. Ne? Ich habe ihm dann die Tür vor der Nase zugeschlagen mit dem Hinweis, dass ich keinen weiteren Kontakt wünsche. Als meine Tochter dann geboren war, hat er mir wieder überschwänglich liebevolle Karte geschickt, wie sehr er sich doch für mich freut, dass ich Mama geworden bin. Er, hör mal, er will dich ein Dreieck reinziehen. Also, wieso liest du, wird sofort durchgerissen, die Karte. Zack, bumm, zack, 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 weg. Ich habe ihm geantwortet, dass er eine narzisstische Persönlichkeitsstörung hat. Also erstmal, du bist keine Psychologin, du bist keine Psychiaterin. Das steht dir nicht zu. Das muss man ganz klar sagen. Also auch wenn da jetzt viele Hinweise vielleicht dafür sprechen, weiß ich nicht. Das steht dir nicht zu. Und was soll das bringen? Das ist, du nimmst hier Kontakt auf. Und das ist nicht, was ich sage. Ich sage immer, kein Kontakt, egal wie du getriezt wirst. Du nimmst jetzt hier Kontakt auf und das ist dein inneres Kind am Steuer oder dein Ego, eins von beiden. Und da kannst du nur bei dir gucken, warum du das machst. Also jetzt ohne Bestrafung oder Selbstabwertung, überhaupt nicht. Darum geht es gar nicht. Einfach nur gucken, ach, ist ja spannend, wieso mache ich das? Ne? Weil du gibst ihm jetzt einen Kontakt, ob du damit da gleichzeitig sagst, dass er eine NPS hat, was ich für absolut nicht geeignet halte. Wie gesagt, das steht dir nicht zu. Und das spielt auch gar keine Rolle hier. Also er hat dir nicht gut getan, ihr seid nicht kompatibel und fertig. Ja, und du machst jetzt hier eine Kontaktaufnahme. Dass er andere Menschen missbraucht. Ja, mag ja sein, aber warum ist es wieder dieses co-abhängige Hinweise geben wollen, retten wollen? Das interessiert ihn nicht. Du kannst einer Biene auch sagen, ja, du warst ein Stachel. Ja. Ja, sagt die Biene, ja, ich habe einen Stachel, ja. Da kannst du, ja, lass den mal wegtherapieren, ja. Also das hinkt natürlich ein bisschen theoretisch, ist natürlich jedem alles möglich. Aber hier ist ja überhaupt kein Ansatz, also gar kein Null. Ne? Vielleicht wäre es besser gewesen, nicht zu antworten. Ja, natürlich, null Kontakt heißt null Kontakt. Wenn du jetzt ein Kontaktverbot, dann sagt er, hier, guck mal, sie hat ja zurückgeschrieben. Ne? Ich hätte auch gelesen, dass Narzissten von einem ab. Ja, wir wissen nicht, ob es ein Narzisst ist. Wir wissen das nicht. Das spielt überhaupt keine Rolle. Hör auf, da in diesen Begriffe zu gehen, wenn du deine eigene Seite noch aufräumen musst. Ne? Von einem ablassen, wenn sie merken, dass man sie durchschaut hat. Nein, überhaupt. Also erstmal denkt er, also nehmen wir mal an, er wäre einer. Denkt er wahrscheinlich über sich selber nicht, dass er einer ist und schon gar nicht, dass du ihn durchschaut hast. Und das wüsste ich jetzt auch nicht, dass sie, ja, nehmen wir mal an, er geht in die Richtung, lässt er von dir ab, wenn er kein Feedback kriegt. Aber er kriegt ja Feedback. Kriegt super Feedback von dir. Ob das positiv oder negativ ist, spielt überhaupt keine Rolle. Er kriegt ein 1er Feedback von dir. Und tatsächlich war dann erstmal für ein paar Wochen Funkstille. Jetzt hat er mir wieder geschrieben, dass er keinen
Narzissmusproblem habe, ja, jetzt seid ihr schon wieder, also das ist halt immer, ich kann immer wieder sagen, Leute, haltet euch an die Regeln. Sonst bekommt ihr nicht die Ergebnisse. So, wenn du jetzt sagst, ja, ich habe mich von dir getrennt, weil du ein Narzisst bist, weil du graue Haare hast, weil du deine Augenfarbe braun ist, dann sagt der andere, ja, okay, ich mache mir grüne Kontaktlinsen rein oder ich färbe mir die Haare oder jetzt in dem Fall, ich bin kein Narzisst, zack, bist du im Gespräch wieder. Deine Entscheidung. Ja. Also er hätte kein Narzissmusproblem, sondern er sei so, weil er seine erste Ehe noch nicht richtig verarbeitet hätte und deshalb jetzt auch sich beraten lassen würde. Und er hat eine andere Telefonnummer benutzt. Das ist Stalking, sorry, das ist Stalking. So, finde ich zumindest. Also nach meinem Dafürhalten. Er respektiert deine Grenzen nicht. Das ist mal Fakt. Ja, und ob er jetzt da sich beraten lässt oder nicht, wen interessiert das? Also, sein Verhalten hat sich ja offensichtlich nicht geändert, sonst würde er deine Grenzen ja respektieren. Und du, dein inneres Kind denkt jetzt wieder, oh, bemüht sich so um mich. meine Frage an dich, wie schaffe ich es, dass er sich einfach nicht mehr für mich interessiert? Ja, indem du dich nicht mehr für ihn interessierst und was er für eine Diagnose hat oder nicht. Das ist eigentlich ganz einfach. Ja. Aber es ist natürlich ganz schwer, weil ich mir ist völlig klar, dass die Umsetzung total schwer ist. Nur man will mal so eine Pille haben, dass man durch diese Emotionen nicht durch muss, aber das musst du. Tut dir nicht gut. Und wenn du meinst, du musst noch eine Runde drehen, dann musst du noch eine Runde drehen, aber such nicht die Gründe bei ihm. Das, also natürlich ist er manipulativ und respektiert deine Grenzen nicht, aber ja, ist dein Arschengel, ne? Und ja, also wie schaffst du es, indem du kein Feedback gibst? Oder du gibst ja ganz viel Feedback. Ich habe das Gefühl, dass er unbedingt möchte, dass ich in seiner Umlaufbahn bleibe. Ach ja, okay. Ich möchte aber, dass er mich nicht mehr kontaktiert. Ja, dann musst du es durchsetzen. Durchsetzen. Wenn ich allerdings knallhart werde, befürchte ich, dass er in meinem Bekanntenkreis gegen mich schießen wird. Stichwort narzisstische Kränkung. Also nochmal, wir wissen nicht, was mit ihm ist. Und also er ist ein Arschengel auf jeden Fall. Und ist immer die Frage, wo setzt du deine Grenzen? Also jetzt haben wir, also immer gibt es einen Hebelpunkt. Manchmal ist der Hebelpunkt Angst, manchmal ist der Hebelpunkt Lovebombing und hier ist der Hebelpunkt jetzt. Ja, Sorge dafür, dass schlecht über dich geredet wird, ja, aber, also, ich meine, irgendwann wirst du zu dem Punkt kommen, hoffe ich zumindest. Ich kenne das auch, ja, dann irgendwann denkt man sich halt, also die Frage ist halt, wie weit geht deine Selbstliebe, weil wenn die wirklich weit geht, dann wirst du irgendwann sagen, ja, dann redet er eben schlecht über mich, ja, und die Leute, die drauf hören, sind eh nicht meine Freunde. Ne, vielleicht verlierst du da Freunde und dann, wenn du voll in der Selbstliebe bist, denkst du dir, ja, egal, soll er alle manipulieren, soll alle von mir abspenstig machen, soll meinen ganzen Bekanntenkreis zerstören, ist mir egal, ich gehe meinen Weg weiter. Das wird natürlich nicht passieren, aber es ist immer, wie weit bist du bereit zu gehen? Ja. Also du kannst jetzt sagen, ja, selbst wenn er sich die ein paar Freunde abspenstig macht, dann ja, dann waren es halt nicht die richtigen Freunde so. Und dann sagst du vielleicht, ja, aber ich will diese Freunde nicht verlieren. Oder ich will nicht, dass jemand schlecht über mich redet. Aber wenn du wirklich voll in der Selbstliebe bist, dann ist dir wichtiger, dass du deinen Weg weitergehst. Und dich eben nicht manipulieren lässt. Und ja, das ist nicht einfach, deswegen Arschengel, weil er hilft dir wirklich, in deine Selbstliebe zu kommen. Und wirklich absolut konsequent zu werden, weil noch bist du es nicht, noch hat er Macht über dich, ne? Ja. Das hat er damals auch gemacht. Ja, das ist eben sein Punkt, wo er dich erreicht, ne? Was kann ich tun, damit er sich überhaupt nicht mehr für mich interessiert und auch keine Rachefeldzüge gegen mich startet? Du kannst sein Verhalten nicht ändern. Das ist immer wieder, ja. Also, wenn er, weiß ich nicht, in das Richtung Stalking oder Nachstellung geht, da gehst du gegen ihn vor, fertig. Und wenn es das nicht reicht dafür, dann reicht es eben nicht dafür.
Du hast keinerlei Macht über ihn. Du hast nur Macht über dich und die solltest du wirklich nutzen, ne? Weil damit gewinnst du natürlich letztlich auch, dass er aufhören wird, wenn er wirklich überhaupt keine Reaktion kriegt von dir und dir alles an die abprallst und du super cool bist. Ja, natürlich wird er dann aufhören irgendwann, ne? Und selbst wenn nicht, dann hört er eben nicht auf, ja. Aber du bist noch nicht, du gehst noch nicht den ganzen Weg, ne? Du gehst noch nicht die ganzen 100 Meter, ne? Und vielleicht gehst du 80 Meter, aber noch nicht die 100. Und deswegen ist er weiter Arschengel in deinem Leben, ne? So, das spiegelt hier das Universum, ne? Oder beziehungsweise deine eigene Seele möchte, dass du noch, dich noch weiterentwickelst, ne? Ich möchte ein friedliches Leben ohne ihn führen und irgendwann einen Partner finden, der mir und meiner Tochter gut tut. Ja, das wirst du auch, aber nicht solange du da nicht aufgeräumt hast, ne? Also setz die Null-Kontakt-Regel um, wenn er da wütet und deine Grenzen nicht respektiert, setz die Grenzen durch. Und wenn sich andere Leute auch von ihm einwickeln lassen, dann, ja, also du musst dich nicht rechtfertigen. Dann lass sie einwickeln und du gehst deinen Weg weiter, knallhart, in 100% Selbstliebe. In diesem Sinne, wir werden uns bald wiedersehen.